soll es das gewesen sein. Wir hatten einen falschen Funkspruch, den ich mir auch noch eingebildet habe. Ja, aber gut, vielleicht haben gehören alle Kurvenmissionen zusammen. Also sprich, die nächste Bahn schließt an dieser hier an. Von Was meinen Sie? Funkspruch her. Der Marker. Warte, Sie haben Text. doch etwas gesehen, oder? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Vergessen wir es einfach. Lassen Sie Es uns gab einen nicht mehr Sekunden auf dem Untertitel. Planeten finden, okay? Ja, okay. Okay. Okay, ich werde also langsam vom Marker ein bisschen infiltriert sozusagen. Du hast es ja gerade nicht mitgekriegt. Isaac hat gefragt, was der Marker mir gezeigt hat. Ja, wenigstens Isaac weiß wenigstens Bescheid. Ja. Aber ich bin zu stolz. Ich bin ein Soldat. Ich werde doch nicht zugeben, dass der Marker mich niemals. Ich habe gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Ich habe was gesehen. Da war er ein Zinnsoldat. Verdammt, jetzt hast du sogar noch recht. Ja, ich würde mal sagen, als nächstes gehen wir zu Greeley, ne? Wo der andere Funkspruch herkam. Ja. Du sitzt drin, ja, ne? Ja, ich bin hinten drin. Ich glaube, alleine könntest du gar nicht losfliegen. Stimmt, ja, wäre ein bisschen. Ja, wäre schon scheiße. Für mich definitiv. Ja. Das war die erste Koop-Mission, die man nur zu zweit machen kann. Ja, Bin wenn ja ich genauso. eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte jetzt echt mehr erwartet. Ich auch, aber ich denke mal, es wird wirklich daran liegen, dass alle Koop-Missionen zusammenhängen und ob man eine Extra-Story ergeben. Betreiben wird. Ja. Aber Ja. die war kurz, die war schon ziemlich kurz. Ja, eben. Wir haben jetzt, glaube ich, wir sind im Skype eine Dreiviertelstunde. Oh, und ich glaube, wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder so da drin verbracht und zwischendurch noch unsere Waffen umgebaut. Yep. So. MS Greeley. CMS Greeley. Also mein Navi sagt, wir sollen zurück ins Shuttle. Du hast die falsche Mission angewählt, das ist alles. Okay. Kannst mit Select, kannst du mal auf deine Mission gehen. Und da kannst du die optionale Mission Greeley erkunden aktivieren. Ah, sehr schön. Und dann zeigt dir dein Navi auch dahin. Juhu, wir können fliegen. Yay! Sieht wieder total geil aus. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das kommt auch wieder in den Videos dann rüber. Ich werde Wird ja schon. dieses Mal für Dead Space jetzt auch wieder andere Methode benutzen zum Rendern. Wow, wir werden beschossen. Ja. Psst. Ah, eine, die ich jetzt schon für Guacamelee und für, na, erstmal noch nicht, aber für Guacamelee und für Resident Evil benutzt habe. Heavy Rain wird es jetzt auch so sein, ja, stimmt. Und ab jetzt auch Dead Space. Sieht optisch dann alles immer ein bisschen besser aus. Ja, auch wenn es erst ziemlich verwirrend klingt. Meine Roboter. Zack. Ach, da drinnen kann ich ihn gar nicht lassen. Ach nee, jetzt ist der Ladescreen, deswegen. Na, na, Tür. Du schaffst es. Okay, ich sollte eigentlich nach Hey unten. Santos, ich bin Ist jetzt in der egal. Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Jetzt setzt das blöde Ding ab, ey. So. Mal gucken, was meine Stromschockwaffe noch so taugt. Ja, der Grundriss ist, der Schiff ist gleich. Guck mal, hier ist wieder einfach ein Yep. großer Raum mit Loch in der Mitte, wo wir runter müssen. Genau. Ab Oh, in die hier ist der Ecke. Helm. Ich will den Helm. Ach, dann nicht. So, ich gehe runter. Ich gehe rein. Ach, kriege ich jetzt wieder Feinde? Ich glaube nicht. Diesmal nicht. Obwohl hier schon wieder Blutflecken rumliegen. Ja.
Und ich höre was. Ach, da kommt. Schaffst du? Ja. Ich sehe da unten nämlich schon den nächsten kommen. Oh, da ist auch noch einer. Okay. Wie so ein Kotzer. Ja. Aber irgendwie schaffe ich es mit meiner Elektroschockwaffe, die beim ersten Mal gleich umzubringen. Das ist auch gut. Hinter dir. Hinter dir auch. Ja. Ich konnte gerade irgendwie nicht seitlich ausweichen. Okay, ich höre noch was. Ich glaube, oben. Ja. Da kommt. Ja, das kommt was. Ach, so ein. Schön. Santos. Okay, das war's anscheinend. Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Wenn mir nicht Ach, guck mal hier, übrigens. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Schön. Ach, ist da eine drinne, ja? Ich hab genug. Ich auch. Na dann. Aber verschwend mal ruhig deine. Ja. So, hier dürfte eigentlich kein Gegner kommen. Es sind ja immer diese Bonusräume. Richtig. Der Ruheraum. Sozusagen. Ich erwarte, dass hier irgendwo eine Schreibmaschine steht. Ah ja, kommt eine Schreibmaschine schon nah. Boah. Zack. So. Ja, da gibt's. Ich glaube, wir müssen nach unten. Das war schon ganz richtig. Hüpp. Zack. Stampfen. Was denn jetzt da? Hier hängt noch was an der Wand. Soll ich noch aufmachen. Achso. Ist immer verwirrend, weil ich habe das ja schon. Ja. Und deswegen. Zack. Und drehen und drehen. Was sind das für Geräusche bei dir? Stopp. Mein geliebtes Frauchen, das sich gerade Wasser geholt hat anscheinend. Schokolade. Ach, Schokolade. Und die hat sie gerade mit einem Hammer zerschmettert. Ich habe keine Ahnung, was sie damit gemacht hat. Was denn? Mit der Schokolade. Das klang, als ob du sie mit einem Hammer zerschmettert hättest. Ich habe sie aufgemacht. Ich hätte mich gewundert. Ja. So, und jetzt ist er auf dem Balkon. Ja, anscheinend Kannst doch noch nicht. Kannst du sie später rausschneiden? Nein. Wenn du das machen würdest, dann würden wir auch nicht gerade gesund klingen. Was, Partner, braucht mehr Platz? Ja, geh doch mal weg, du dicke Tier. Du dicker Möchtegern-Ingenieur, weißt du? Ey, ich bin Isaac, ich bin der Ingenieur. Guck mal, sieht genauso aus, wirklich, ist genau der gleiche Bauplan, wie gerade auf der Brasi lief. Ja. Leiter runter, irgendwie so ein komisches... Na gut, hier ist es ein Motor und kein Lebenserhaltungssystem. So, und er läuft. Das klang gerade richtig cool. Ja, schön. Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Fuck, da war gerade noch. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich so. Dahin. Entschuldigung. Ich habe das aus dem Schrank vergessen mitzunehmen. Ach so. So, und ich glaube, wir bekommen jetzt Besuch. Wow. Oh ja. Alles im Griff? Yep. Okay, ich hatte nur einen. Ja. So. Fahrstuhl. Ist das nur bei Chipowning? Naja, warten halt, ne? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung Ach, zu deaktivieren. So ist immer die schlimmste Funkraum. Ja, definitiv. Okay, wir haben hier... Ich würde ja fast sagen, sowas ähnliches wie Überlebende. Noch in einem Stück sitzende. Ja, warte, das können wir ändern. Jee, und er lächelt so schön. Der freut sich über seine Arbeit. Das ist doch schön. Oh. Mein Kopf ist abgefallen. Sicherung. Ich soll Was? Ja, mach mal.
Nee, ich. Ich spiele gerade mit der Sicherung. Ja, mach das. Au. Tja, 85, komm, 60. Pauls. Schieben wir zurück. Das schieben wir vor. 45. Okay. Okay, wir haben hier irgendwelche alten Funksprüche gerade abgerufen. Hast du den Untertitel wenigstens wieder? Ja. Gut, dann bilde ich mir diesmal nicht ein, ja? Okay. Niemand überlebt. Harter Befehl. Jupp. Aber eigentlich auch immer das Übliche. Ja, natürlich. Was bleibt dir noch anderes übrig, um eine Seuche einzudämmen? Du musst alle umbringen. Ja. So, und den Raum kennen wir doch irgendwo her. Hä, sind wir hier richtig? Ja. Ach, jetzt andere Seite runter, alles klar. Oder hinten nochmal eine Bank. Haha. Ja, ich hab ein Knubbel. Ich hab ne Spitze. Und da kommt einer. Den bin ich. Na? Wollte eigentlich die Treppe hochlassen, aber na gut. Er wollte nicht. Ja, wenn er mich anspucken muss, muss er bestraft werden. Bestrafe mich. So, Werkbank. Keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß noch nicht, Elektroschock ist verdammt stark, aber er ist halt auch langsam, ne? Ja. Aber dafür ist er stark. Ich behalte ja, doch. Ich auch erstmal. Aber erstmal mache ich Platz in meinem Inventar. Okay, ach ja, hätte ich ja mal gucken können. Ach, war, ist ja nur Munition und so ein Kram. Das, was schon im Safe im Massen rumliegt. Ich bin hinter dir. Ach ja, wir müssen hier runter, genau. Ja. Was tust du da? Zucken. Nein, das bildest du dir nur ein. Irgendwie sieht der Raum hier komisch aus für ein Raumschiff. So abgeklebt. Ja. Oh, jetzt weiß ich auch warum. Yep. So, ich glaube, wir haben Besuch. Wir haben viel Besuch. Hinter dir. Hinter dir auch. Ach, jetzt hat der rausgekommen. In allen Ecken. Boah, da oben habe ich es gesehen. Ja, ich gebrutzelt. Okay, die Musik ist wieder ruhig, nur so für dich als Info. Gut, gut. Es scheint, als ob wir schon alles umgebracht hätten. Das ging ja schnell so. Alleine habe ich mich hier echt gequält beim ersten Mal. Ja. Es ist halt nicht sonderlich schwerer, wenn man zu zweit spielt, irgendwie, weil... Ja, bis jetzt so überhaupt nicht. Da kommen auch nicht irgendwie zwei Gegner mehr oder so, die halten auch nicht mehr aus. Das ist schon... Also, die hätten ruhig zwei, drei Gegner mehr dann reinstellen können, wa? Yep. Wo bist denn du? Hier. Hier ist immer gut. Teamwork. Ja, yeah. Sucherbot wartet an der Bank, das war so klar. Yep, bei mir auch. Fühl ich immer erst, wenn du gerade vorbei bist. Diese bescheuerten Bots. Und noch einer. Habe ich nur zwei? Ich dachte eigentlich, ich hätte drei. Hatte ich auch. Zumindest. Ein Einzelplayer. Kriegst gleich links Besuch, ne? Ah ja. Aber wem erzähle ich das, so weiß das ja sicherlich. Ja, ich hab mir freundlich empfangen. Ja. Ich bin was von meinem Strom abgegeben. Das ist nett von dir, weil die Stromtarife und sowas, ne? Das, Ja, ja. Muss man ja auch dran denken. Rechnen. Ja, ja, ja. So.
Aua. Das war aber jetzt. Das war der Schuss, der abprallt, also sprich, der hat ihn gleich mindestens zweimal getroffen. Ah, immer gleichzeitig für die Tür. Da, bei dem war ich jetzt doch ein bisschen überrascht, also. Ja. Na? Angekündigt.